du wieder, immer wieder du erstmal, die GTA-Dinger. YouTube und herzlich willkommen bei eurer Pred-Community. Ja, ich mach Kurzfassung. Remix, Furious, GTA 5, was gibt's Besseres? Nicht. Jo. Sag was. Yes. Ja, wir sind immer auf GTA 5. Bei welcher Mission bist du gerade? Ich hab jetzt gerade Freifahrt wieder. Ich hab jetzt die fertig mit den mit dem Motorrad klauen. Und ja, dann mache ich jetzt wieder. Könnte man jetzt eigentlich nochmal den Charakter wechseln? Auf dem Knopf nach Lama Stretch. Also ich überlege gerade. Eigentlich nicht, ne? Irgendwie gerade. Nach unten drücken. Aber wir haben noch keine anderen Charaktere. Okay. Okay, ich mache jetzt wahrscheinlich dann auch mal die Next Mission. Ah, ich muss vorne rein. Scheiße. Einfahrt durch die. Oh Gott. Das läuft auf jeden Fall alles. I am his mentor. I am so proud of you. Aber mir hängt irgendwie gerade die Augen. Don't worry about that. Hast du schon mal auf dein Handy geguckt? So what you got for him? James DeSanta. Some kid. He already E-Mail. Late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate. Denkst du schon, ne? Just go and get it. The house. Ach so, so auf mein Handy, ja, hab ich. Hampstead. Ja, nicht auf dein Real Life Handy. Ja, hab ich doch gerade. Rockford Hills, ich hab auch kein Real Life Handy im Spiel. Ja, da hab ich doch auf das Handy geguckt, hätte ich gerade gesagt. Ich verwirr mich doch nicht. Bei mir hängt immer noch die Aufnahme. Ich sehe kein Bild links auf meinem PC. Also man kann doch nicht seine Charaktere wechseln, ne? Ich glaube, wir müssen mal kurz die Aufnahme abbrechen und wieder neu starten. Echt? Es tut mir leid. Ah, jetzt funktioniert wieder. Läuft wieder, alles klar. Doch nicht. Nicht? Begib dich zum Haus. Wie ihr immer weit immer ausholt. Verschiedene Ereignisse. Mal sehen, was das jetzt für ein Ereignis ist hier. Also, was mir auffällt so, ist, dass... dass die... Oh mein Gott, das ist so geil. Einfach richtig Porn. Einfach, ich will dieses Spiel spüren, Alter. Ganz tief in mir drin. Jetzt ruft mich irgendwer an. Ich laufe auch schon viele leicht begleitete Frauen rum, ist mir aufgefallen. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Okay, also er hat rausgefunden, dass wir das Auto, das Motorrad für uns geklaut haben. Warst du da auch schon? Bei dem Anruf, den du von Simon bekommen hast? Nee, ich bin bei anderen Missionen gelandet. Achso, du hast das Fragezeichen gemacht? Ja. Genau, das mache ich nächstes Mal. Ich snack mir jetzt erstmal hier ein Auto und dann... Habe ich so ein Ereignis, ne? Das war einfach so, gar keine Mission, sondern einfach nur so zwei blaue Punkte auf der Map. Da bin ich hingegangen und da meinten sie, das war irgendein Überfall, und dann meinten sie, ja, besorg schnell ein Auto, wo wir alle reinpassen. Jetzt muss ich die gerade irgendwo anders wegbringen. Ich hab richtig das scheiß langsame Auto und komme irgendwie nicht von der Polizei weg. Ein bisschen nervig. Bin ich noch vom Taxifahrer gerammt. Hä? Ich sollte den Gärtner ausschalten. Wie soll ich denn den Gärtner ausschalten und das... Okay. Muss ich nicht ganz verstehen. Alter, aber. Die Polizei ist ja überschnell. Mein Gimmelwagen hier.
Aber oh, ich hab eine Shotgun, Alter. Ja. All you need is 20 beers. Ja, ah, okay, Schleichmodus, linker Stick. Nein, Faust brauche ich wahrscheinlich. Das haben sie aber geil gemacht, von der Polizei zu entkommen, finde ich. Wenn du Schleichmodus einsetzt und immer los hast, verbessern sich deine Schleichwerte. Der die schnelle, leise Bewegung ermöglicht. Okay, also das war das hier, was ich euch irgendwann mal gezeigt hatte. Ich glaube in der ersten Folge. Das ist nicht das. Hier. Seht die rechte Seite. Schleichen. In der Mitte ziemlich. Der Wert wird sich dann verbessern. Wenn wir die mal so ausschalten. So, jetzt muss ich erstmal in die Garage. Und die Missionen sind ja richtig geil und machen echt Spaß, ey. Also Leute, wenn ihr euch immer noch nicht entschieden habt, was ihr euch nicht denke, ob ihr euch GTA kaufen werdet oder nicht. Jungs, ich kann es nur weiterempfehlen. Ich kann es einfach nur weiterempfehlen. Oder was sagst du, Remix? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist sowieso, ich liebe dieses Spiel. Ich will es nicht mehr, Okay, also vorne haben wir die Garage nicht aufbekommen. Wie komme ich denn hier rein? Was? Hier irgendwie hoch? Ja, ich gucke gerade hier. Ich höre gerade voll in der Mission drin. Alter, du redest dann so leise, ey. Das fuckt mich ab. Es tut mir leid. Ich kann natürlich auch lauter sprechen. Ja, so laut auch wieder nicht. Warte mal auf jetzt. Oh, geil, Anteil. Also, er will... Ja, ich habe ein Crewmitglied jetzt. Ich bin jetzt in der Crew. Der hat hier einen Johnny in der Hand, ey. Oh! Ah, ja, gesagt, manche hatten das. Auf einmal, ich will ihn boxen, ne? Er duckt sich und gibt mir eine Faust. Danke. Hä? Die Polizei. Okay, hier komme ich nirgendwo rein. Ich hab hier einen Typen geschlagen. Bitte komm. Muss ich das Bett an natürlich auch machen? Nee. Okay. Ich muss irgendwie mal einen Weg ins Haus finden. Stimmt, man kann ja immer noch zu Car Wash gehen, wenn man irgendwie raus will, ne? Ja. Auch von der Polizei weg. So war das, ja. Das ist also das Auto. Jetzt bin ich auf dem Dach drauf. Jetzt bin ich im Fenster gleich. Schleich mal lieber. Geil, dass man jetzt auch. Oh, geil, wie man hochklettern kann, ey. No one creeps on the J-Dog, my niggas. Ach, hier steht ja wieder mein Auto. Ich will auch der Frau. Boah, Skyline von San Andreas. Oder Dos Santos, ich weiß nicht, Dos Santos, los. Oh mein Gott. Ich komm hier. Okay. Oh Gott, ja, ich hab's geschafft. Okay, jetzt machen wir hier die Tür wieder zu. Okay. Dann machen wir erstmal Garage auf. Geht das? Okay, nee. Dann gehen wir auch mal so ins Auto. Das Auto zum Auto. Es ist so geil, das Spiel, ne? Es macht so viel. Also, die Missionen sind echt gut. Die sind, also bis jetzt, und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern, weil wir kennen alle GTA. So wie ich GTA kenne, weiß ich, dass die Missionen immer geil sind. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Oh mein Gott, auf einmal ist da einer hinten im Auto. Oh mein Gott, auf einmal ist da hinten einer im Auto. Oh mein Gott. Alter, was mach ich jetzt? Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. Welche Mission machst du gerade? Ha?
Welche Mission machst du gerade? Hey. Ich mach gerade eine Mission bei S, also Simon. Ja. Und hab gerade ein Auto geklaut. Und ich spoiler nicht. Einfach, okay. Musst du selber spielen. He looked legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetari. Beim nächsten Cut bin ich nochmal weg, würde ich sagen. Okay. Ja, dann, weiß nicht, ob es alleine Folgen gibt. Oder ob ich, obwohl, ich mach dann ein paar Folgen alleine. Und dann steigst du einfach wieder mit ein. Ja, 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 heute Abend werde ich dann wieder dabei beim Aufnehmen. Genau. Wie lange geht denn die Folge jetzt hier noch? Also... Bis ich hier die Mission fertig habe, das sind noch, keine Ahnung, 5 Minuten. Ja, alles klar, ja, gut. Fahr durch das Fenster des Autohauses. Oh Gott. Ja, ich hätte es mir anders vorgestellt mit den Missionen, wie dass wir die gleichzeitig machen können, aber ich meine, es gibt ja so viele schon am Anfang, wie, ich meine, du hast 6 Möglichkeiten und das habe ich jetzt, um Missionen zu machen und dennoch diese Spontan-Mission, das ist echt richtig geil. Ja. Das macht schon Fun. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. Ich würde gerne mal hier mir einen neuen Klamotten kaufen, weil ich wollte als Schwarzer hier schon die ganze Zeit mit Anzug rumlaufen. Das war mein Ziel, den mir vor GTA gestellt hat. Oh, Digga, jetzt kann ich hier mal richtig... Was kannst du? Oh mein Gott, also Beulerei ist ja mal richtig geil, wenn man die anzettelt. Oh mein Gott, man kann Kombis machen. Oh, oh ja, gib ihm, Alter, gib ihm. Oh mein Gott. Läuft bei dir, oder was? Oh mein Gott, Alter, richtig geil. Jetzt habe ich ihn aber. You recognize this car? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? Oh, echt ist... Oh, gib ihm, Alter. Wie sie das geil nachgemacht haben aus Amerika, die Straßen hier und sowas. Ich weiß gar nicht, wie eine Straße in San Francisco, das war jetzt diese ähnliche. Übergeil, Mann. Du musst auf jeden Fall den Scheiß angucken hier, das, was ich mir gerade gebe, Alter, das ist richtig geil. Kleine Beulerei, ich will jetzt mal ein bisschen Geld verdienen hier und dann... Ja, mach ich ja gerade. Ich will auch noch mein Apartment, ey. Erstmal nachher auch. Banken ausrauben und so. Oh, sick auf jeden Fall. Also, ich habe meinen zweiten Charakter. Missionszeit, alles Silber. Okay, dann bin ich diesmal bei Silber. So, das war's dann mit dieser Mission und dieser Folge. Du musst jetzt auch weg. Das heißt, die nächste Folge kommt wieder... Oder kommt... Das heißt, wieder kommt von mir alleine. Jo, tut mir leid, Jungs. Und Mädels, hoffentlich auch Mädels. Ja, paar hübsche, ne? Ja. Jo. Ja, würde ich sagen. Dann, na gut. Achso, Schlusswort. Ja, genau, wir sehen uns dann hoffentlich. Also ich bin in der nächsten Folge nicht dabei, denke ich. Das wird der Remix allein machen, aber ich denke, der schafft es auch alleine. Und ich bin dann in ein paar Folgen wieder dabei. Also, ne? Wir sehen uns. Tschö. Jo, haut rein.